Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Benefit hat einen Adventskalender rausgebracht, 2023 mit 24 Türchen, nicht nur 12 wie in den Vorjahren, aber dafür kostet er auch einfach mal stolze 175 Euro. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir den direkt bei Benefit bestellt, du kannst ihn aber auch bei Flaconi zum Beispiel bestellen. Da ist der mittlerweile auch verfügbar und da kannst du auch gegebenenfalls einen Code drauf anwenden, ne, der dann da irgendwie auch gültig ist. Ja, mal gucken, ob in diesem Adventskalender wirklich alles drin ist, was ich haben will. Hier hinten haben wir die Inhaltsstoffe auch nochmal aufgeführt, ne? Und mal gucken, wie kriege ich dich auf? Ach, das ist wirklich wie so eine Schachtel. Eigentlich ganz cool, weil dann hast du, wenn du theoretisch die Kläppchen nicht mehr brauchst, einen riesengroßen Karton. Das ist ganz nett, ne? Aber gut, ja. Ich hoffe, hier sind auch irgendwie abwechslungsreiche Produkte drin und nicht 24 Mascaras. Aber die haben nicht 24 Mascaras, oder? Nee, wir gucken mal zusammen rein. Dazu starten wir selbstverständlich mit der Nummer 1. Aber da geht es los mit einer Mascara und das ist eine ganz tolle. Die They Are Real Magnet Mascara. Ja, habe ich selber auch schon. Die meisten Benefit-Produkte werde ich schon da haben. Aber ich blende euch die Bürstchen einfach mal ein, weil die Sachen, die ich schon dann da habe, werde ich ja verlosen. Ne? Ich möchte euch hier ja einfach nur zeigen, was drin ist und euch ausrechnen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt irgendwie. Und ihr seht, was drin ist, sodass ihr für euch wissen könnt, ob sich das lohnt, weil 175 Euro. Okay, egal. They Are Real Magnet. Die ist wirklich toll. 3 Gramm sind hier drin. Und ich mag die. Die macht halt Wawawum-Wimpern, muss man wirklich sagen. Die ist, also die meisten Mascaras von Benefit haben Gummibürstchen, bis auf die neueste, die es gibt. Mal gucken, ob wir die hier sogar drin haben werden. Und ja, bei der ist es so, wenn du die das einmal wenn du die in der ersten Schicht aufträgst, ist es halt quasi normal. Und wenn du dann in der zweiten Schicht drüber gehst, soll das halt dadurch, dass da irgendwie Magnete drin sind, keine Ahnung, wie auch immer das funktionieren soll, noch krasser werden, ne? Ja. Sehr vielversprechend schaut die Nummer 2 aus, denn sie ist groß. Und ja, hier haben wir auch irgendwie einfach was anderes drin. Oh, guck mal, Mond und Sterne sind hier auch drauf. Das ist hübsch. Okay, hier oben ist eine Sonne drauf. Ein Pinsel, wie geil. Und der passt natürlich auch 1A in diese Pöttchen, ne? Von dem Blush, Bronzer, Highlighter, die Benefit so hat, in den Hoola und so. Das finde ich ja cool. Der wird auf jeden Fall behalten. Feier ich. Ich habe ja auch aus dieser, also so ein Hoola-Pinsel mir tatsächlich mal gekauft. Boah, war der teuer. Aber richtig gut. Schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da habe ich jetzt einfach nur das Kläppchen aufgemacht, damit mir nicht der ganze Tralafitti runterfliegt. 2 Milliliter von dem 24 Hours Brow Setter von Benefit, der mittlerweile auf dem Markt eine so riesige Konkurrenz bekommen hat. Also wie viele Firmen quasi der Textur von diesem Produkt nachgeeifert haben. Sowohl dieser Glue von Gatoubi, dann von Catrice, dann so viele. Und dann haben wir auch noch diese Laminated-Geschichten. Hier war irgendwie ein Fussel zwischen. Und deswegen, also der ist nicht mehr ganz weit oben bei mir an der Spitze. Ne? Es war mal mein absolutes All-Time-Favorite-Megaprodukt. Ne? Ne? Und die ist sehr winzig klein. Was bist du? Benefit. 2 Milliliter Push-Tint in der Farbe 12 Pearl. Okay, haben wir was für die Lippen hier drin? Das würde ich ja hart feiern. Weil das ist auch etwas, was ich immer wieder gesagt habe. Auch Mensch, so ein bisschen abwechslungsreicher, ne? Ja, okay, ist das cool. Das ist ein Tint. Also den swatche ich jetzt auch bewusst nicht, weil danach habe ich bunte Hände. Mega geil. Der wird auch auf jeden Fall seine Anwendung bei mir finden. Eine eher dunklere Farbe, aber trotzdem tragbar. Trotzdem tragbar. Ja, das geht. Der 5. Dezember ist bei uns ein Tag vor Nikolaus, aber bei denen ist es, also ich weiß gar nicht, Benefit kommt aus den USA oder aus England? Steht das hier irgendwo drauf? Benefit kommt aus den USA. Genau, da weiß ich halt nicht genau, wie da jetzt so die Feierlichkeiten sind, aber wir haben hier drin eine der Mascaren und zwar die Batgirl Bang Mascara. Die hat so ein ganz langes, tannenbaumförmiges, sehr flexibles Gummibürstchen. Ich habe hier 3 Gramm drin enthalten und die ist wirklich sehr schön, wenn es um Länge geht. Also die zaubert dir Wimpern bis in die Augenbrauen rein und ist wirklich grandios. Verklebt die Wimpern nicht, ne? Kann ich auch sehr empfehlen, wenn man sowas möchte. Der 6. Dezember ist bei uns Nikolaus. Oha, krass. Das ist eine Full Size von einem relativ neuen Produkt. Das ist das Fluff Up
Brow Wax. 6 ml sind hier drin. Das ist ein neues Produkt von Benefit. Dieses Augenbrauenwachs macht nicht, dass dir die Augenbrauen festgetackert werden, sondern sie bleiben flexibel. Das mögen manche einfach auch ein bisschen mehr. Und Wahnsinn, einfach mal in der Full Size. Das ist echt ein hochpreisiges Produkt. Der Adventskalender wird auch einen richtig krassen Wert haben. Da gehe ich auch von aus. Aber die Frage ist immer, was ist da drin? Also die können natürlich auch, keine Ahnung, 24 Mal gefühlt das gleiche Produkt reinhauen und sagen, hey, wir haben einen krassen Wert. Aber es muss sich ja auch lohnen, ne? Mal gucken. Wieder in dieser kleinen Größe haben wir eine Nummer 7. Oha, aber in diese kleine Größe passt halt auch einfach mal der Hoola Bronzer in Mini mit 2,5 Gramm. Den habe ich jetzt auch schon in der Palette da. Deswegen wird dieses Produkt jetzt nicht explizit bei mir bleiben, aber ich habe halt die Möglichkeit, solche Produkte auch weiter zu verlosen. Ne? Ein wunderschöner Bronzer. Die haben ja auch verschiedene Varianten von dem im Sortiment. Ich finde, dass der Hoola einfach auch so ein Staple-Produkt ist, den man einfach gerne da hat. Das ist tatsächlich auch schon direkt die Verpackung. Den hast du dann hier drin. Aha. Na gut, aber es ist ein schönes Produkt, eine schöne Farbe. Ich mag den tatsächlich und ja, trage den auch ganz gerne. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Oh, da ist die neue Mascara drin. Die habe ich letztens erst in einem Video ausgetestet. Das ist die Fanfest Mascara mit 3 Gramm. Richtig geil, denn das ist die erste Mascara, die mit einem Faserbürstchen ist. Und die macht wirklich schöne Wimpern. Die trennt die Wimpern und gibt auch Volumen und die hält auch wirklich lange. Das muss ich auch sagen. Ich habe die getestet in einem Schminki und habe danach ja auch gelebt. Und ja, die ist empfehlenswert. Krass. Ich beschwere mich sonst ja auch ganz gerne, wenn Firmen halt Adventskalender rausbringen und halt die neuesten Produkte, die bei denen im Sortiment sind, uns einfach vorenthalten, was ich immer frech finde. Aber hier wird wirklich gut rausgehauen. Das finde ich echt lobenswert, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über etwas Kleineres freuen, was hier drin rumrollt. Ja, auch das ist ein Klassiker. Wie geil, dass die hier einfach auch diese Produkte in der kleinen Größe reingepackt haben. Ich finde es in Ordnung. Ne? Manche werden sich wahrscheinlich beschweren und sagen, das ist mir viel zu klein. Ich finde es super, weil du brauchst ewig, um das aufzubrauchen. Das ist das Benetint mit 2 Millilitern. Du kannst das verwenden, ja, als wirklich Tint für die Lippen. Das wäre für mich zum Beispiel hier bei der Adventskalendergeschichte immer eine ganz angenehme Sache. Oder wenn man halt Lippenstift trägt, der auf einer Party ist und zum Beispiel aus Gläsern und so weiter trinkt, ne, das stempelt sich ja irgendwann ab. Und so hast du dann trotzdem noch was auf den Lippen, weil das färbt dir die Lippen richtig schön ein und hinterlässt auch so ein schönes, ja, rotes Finish. Also ich mag das gerne, dass es drin ist. Du kannst es aber auch als Blush verwenden. Ich darf nicht vergessen, wie teuer der Adventskalender war, aber ich feiere ihn. In der Nummer 10 darf es wieder mit einem etwas größeren Büchslein weitergehen. Oh, und auch mit einem etwas größeren Produkt. Das ist eine Mascara, die They Are Real. Das ist so eine klassische Mascara. Da sind 3 Gramm drin. Auch das ist eine wunderschöne Mascara. Das ist der Vorgänger zu der They Are Real Magnet Mascara. Die hat vorne noch so ein paar Stacheldinger dran. Mag nicht jeder, aber ich glaube, das hat die They Are Real Magnet ja auch, ne? Also ich persönlich mag die auch. Am besten ist es halt tatsächlich für mich, wenn ich die They Are Real und die Bad Girl Bang kombiniere. So habe ich halt sowohl Volumen als auch Fülle. Und ja, denn die They Are Real macht bei mir einfach eher Fülle. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl. Quadratisch praktisch gut. Ja, Benefit hat ja auch, haben wir noch gar nicht hier drin gehabt, stimmt, so eine Pflegereihe rausgebracht. Da verwende ich auch aktuell dieses Vitamin C Reinigungsgedönsen zum Double Cleansing. Da gefällt mir der Pumper nicht so gut, aber das Produkt an sich finde ich eigentlich ganz angenehm. The Professional Deep Retreat, eine Pore Clearing Clay Mask. Das finde ich auch schön. 10 Milliliter sind hier drin und das ist so ein kleines Pöttchen. Das kannst du dir dann draufgeben, einwirken lassen, während du zum Beispiel Zähne putzt und dann abwaschen. Da weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, womit das dann quasi wirkt. Steht das hier irgendwo mit drauf? Nee, ne? Oh, guck mal, 30 Minuten kannst du die sogar drauf lassen, steht hier. Das ist natürlich lang, Leute. Das ist richtig lang. Okay, oder bis es halt trocken ist. Gut, wenn du halt eine dünnere Schicht machst, dann ist es schneller trocken. Oh, okay. Die ist lila. Feier ich. Aber die müsste ich auch, glaube ich, noch in Full Size da haben. Muss ich mal schauen, sonst werde ich vielleicht die Full Size weitergeben und die behalten zum Ausprobieren, dass ich euch da schneller halt ein Fazit zu geben kann. Mal gucken. Halbzeit, die Nummer 12. Irgendwie gefallen mir diese Größen, muss ich wirklich sagen. Wir hatten da ja eben schon den Hoola drin und jetzt ist es so geil. Die haben hier diese neuen Blushes reingemacht. Und ich habe ja den Shelly und den finde ich wunderschön. Und auf die anderen war ich schon ziemlich scharf. Aber man ist ja doch ein bisschen geizig, weil es ist ja auch High-End. 2,5 Gramm von dem Terra haben wir hier drin enthalten. Das ist die Mini-Variante. Ich finde diese Verpackung blöd. Dafür, dass es so ein teures Produkt ist, halt so ein Karton. Na, ich weiß nicht. Es hätte schöner sein können. Der ist schon intensiv, ne? Finde ich richtig, richtig geil.
Ich weiß nur nicht, ob ich den tragen werde, da muss ich nochmal schauen, aber feier ich. Ich find's cool, dass wir halt einen Blush hier drin haben. Oh, geil wäre auch, wenn wir hier irgendwie einen Highlighter noch mit dabei haben. So fast ein Fullface-Schminken, ne? Weil die haben ja auch tolle Highlighter. Vielleicht dann auch noch einen Primer. Wobei, da muss ich sagen, bei den Primern bin ich nicht ganz so fein mit. Wobei die mittlerweile auch welche haben, die hydrating sind. Da habe ich letztens auch einen getestet, der hat mir gut gefallen. Ansonsten bin ich mal gespannt, was wir hier sonst noch finden werden. Hier habe ich jetzt den 13. Dezember und das fühlt sich schon wieder genauso an wie gerade. Wahrscheinlich haben wir hier den Highlighter mit am Start. Mal schauen. Hier haben wir Shelly drin. Okay, Shelly habe ich leider schon. 2,5 Gramm. Jetzt zeige ich euch mal, warum ich den so schön finde. Oh mein Gott, das ist ein richtig hübscher Blush. Der passt halt bei mir farblich wunderbar. Hat auch einen leichten Schimmer mit dabei. Ne? Guckt ihn euch an. Ist der nicht schön? Oh, wirklich schön. Ach Mensch. Ja, es macht Sinn, dass das mit drin ist, weil das ein ganz toller Farbton ist. Ne? Hm. Ja, ja. Aber vielleicht finde ich in einem dieser wunderschönen Büchschen noch meinen Highlighter. In der Nummer 14 haben wir jetzt ein Lippenprodukt wieder drin, von der Größe her. 2 Milliliter in der Farbe 17 Heatwave. Oh, ein Splash Tint. Hatten wir nicht eben auch ein Splash Tint? Nee, das war ein Push Tint. Mhm. Dann war das eine, weil der hat ja auch so Holoschein drauf, ne? Oh, ist das geil. Also das ist halt schon meins, ne? Das ist so ein wunderschönes Himbeerrot. Richtig hübsch. Mag ich. Also jetzt bald ist mein Lippi leer, vielleicht mache ich den dann als nächsten. Wäre schon cool. Die Nummer 15 habe ich jetzt einfach mal geöffnet, weil riesig und krapuff. Und da ist einfach eine Full Size von der Roller Lash Mascara drin. Ist das cool oder ist das cool? 8,5 Gramm. Die müsste so ein gebogenes Gummibürstchen haben. Und die ist auch genial. Also das ist eine... Also ich mag die Mascaras von Benefit halt generell, ne? Und die ist auch richtig, richtig geil. Ich kann euch nur empfehlen, dass wenn ihr dann halt dieses gebogene Bürstchen habt und euch das ansetzt, dass ihr das dann wirklich so ansetzt und nicht so. Weil so kommt ihr halt eurer Augenform am nächsten und greift dann auch wirklich die Wimpern und macht da einfach ein viel, viel schöneres Wawawum-Ergebnis. Full-Size-Mascara. Mag ich. Die Nummer 16 ist jetzt hier am Start. Ich mag, wie gesagt, die Größe von diesem Büchslein. Und hier ist auch wieder was drin. Oh, der Villa oder Willa Highlighter. Ach Quatsch, Blush. 2,5 Gramm. So schaut das aus. Also die sind wirklich auch hübsch vom Design her. Aber wie gesagt, ne? Leider, schade Schokolade, dieser Karton. Komme ich mit klar. Was soll das denn hier? Ne? Und auch eine Wohr, eine richtig schöne Farbe. Die ist ein bisschen kühler. Mag ich sehr gerne. Hatte da nicht Jennys Highlight so von geschwärmt? Ich meine schon, ne? Ja. Wir sind jetzt hier eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember und da haben wir ein Gimme Brow Plus drin enthalten. Das ist wirklich klein. Wir hatten sonst größere Größen. Ein ganzer Gramm. Wow. Das ist... Ich finde es cool, dass sie das mit reinpacken, weil diese Augenbrauenprodukte ist ja auch das, wodurch Benefit ja eigentlich bekannt geworden ist und auch der Hoola Bronzer. Es ist halt immer nur schwierig, weil die Farbe 3 ist jetzt hier zum Beispiel für mich mit dabei und die ist mir halt viel zu dunkel, ne? Denn ich bin 2,5 vielleicht, weil ich bin halt ein Blondie. Und ja, das ist mir leider zu dunkel. Ist egal, ist aber ein tolles Produkt. Das hat auch so Fasern mit drin. Auch das haben viele Firmen mittlerweile adaptiert. Ich meine auch Beauty Bay zum Beispiel, also die Eigenmarke bei Beauty Bay. Aber das ist ein tolles Produkt mit so einem süßen kleinen Spoolie. Und wem die Farbe passt, der wird sich sicherlich darüber freuen, wenn man dann halt auch vielleicht sogar ein bisschen ja fülligere Augenbrauen hat, als ich das habe. Bei meinen drei Härchen brauche ich da nicht viel mit anfangen, ne? Weil das funktioniert bei mir leider nicht so gut. Aber ja, bei jemand anderem mit anderen Voraussetzungen vielleicht etwas besser. Wir sind in der Weihnachtswoche und ich habe hier den riesigen 18. Dezember. Yo, Pflege, komm zu mir. Wie geil. Titan Toned Pore Refining AHA und PHA Toning Foam. Das ist ja auch schön. 22 Milliliter sind hier drin. Also du hast hier Fruchtsäure und PHA drin. Also ja, das ist dann wirklich so Anti-Aging mäßig. Ne? Das ist also Slow-Aging mäßig, dass die Faltentiefe quasi damit optisch minimiert wird, wie auch immer. Und ja, deswegen, es passt in einen Adventskalender, weil Säure ist in der Winterzeit super angebracht. Das ist halt so die Zeit von Säuren und so ein neues Produkt finde ich klasse. Und ja, auf jeden Fall ein Produkt, was hier verdient drin ist. Also krass, krass, krass. Weiter geht es hier mit der Nummer 19, die ist auch recht schwer. Oh nein, wie süß. Das ist so ein gutes Produkt. The Professional Super Setter. 15 Milliliter sind hier drin. Ein geniales Setting Spray. Das hat auch einen wundervoll feinen Sprühnebel. Und das ist halt,
wie Seide dann auf dem Gesicht. Also man muss es mögen, weil das halt auch wirklich dieses Silikonige mit hinterlässt und nicht dieses Matte. Du hast auch ein Dewy Finish, was ich ganz witzig finde, weil das ist ja eigentlich The Professional. Also quasi, eigentlich ist Benefit immer eher so in die matte Richtung. Hier haben sie es nicht gemacht. Ein echt gutes, gutes Setting Spray. Also richtig geil. Also wirklich, ich feiere das, diese Auswahl, dass es sich lohnt, diesen Adventskalender zu kaufen. Feiere ich wirklich. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Da schauen wir doch mal rein. Ja, hier haben wir jetzt auch einen Primer drin. Das müsste sogar eine Full-Size sein. The Professional mit 22 Millilitern. Mir persönlich ist der leider zu trocken. Ne? Also ich brauche da wirklich leider was anderes. Aber genial, dass sie den hier mit reingepackt haben. Das ist halt auch so ein Staple-Produkt von denen. Und ja, in so einer großen Größe beschwere ich mich auch gar nicht. Richtig gut. Die Nummer 21 ist ein schmales, längliches Schätzelein. Und hier ist selbstverständlich ein Augenbrauenstift drin. Ja, gucke mal. Ja, hier auch der Precisely My Brow, aber in der Farbe 4. Okay, das ist viel zu dunkel für mich. Hier sind 0,026 Gramm drin. Das ist jetzt echt nicht die Welt. Aber zum Gucken, ob es einem passt, ist es wahrscheinlich eine ganz tolle Kiste. Und wenn man die Farbe 4 sowieso hat, dann ist es natürlich großartig. Aber ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung ist jetzt nicht unbedingt brünett, oder? Ach, das hat nicht mal eine Kappe. Das ist natürlich verrückt, ne? Keine Kappe? Nö. Das ist auch verrückt, ja. Ja, ist hier zum Hochdrehen, ne? Und halt wirklich dunkel. Schade. Für mich leider nicht passend. Aber ich habe ja noch das ein oder andere Backup von dem, weil der ist richtig, richtig gut. Die Nummer 22 wäre von der Größe her die letzte Möglichkeit, ein Highlighter hier drin zu haben. Mal schauen, ob ich Glück habe. Oh, nee, also nicht so. Das ist halt wieder 2,5 Gramm von einem Blush in der Farbe Krista. Ui, auch wunderschön. Ich glaube, der ist super intensiv, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist ein Hot Pink. Oh mein Gott, ist richtig, richtig cool. Möchte ausprobiert werden, definitiv. Einfach mal 4 Blushes hier drin und ein Bronzer. Hammer. Vielleicht versteckt sich aber noch einen Tag vor Heiligabend so ein bisschen Highlighter für mich hier drin, weil das vermisse ich tatsächlich. Ne? Wir haben so das ganze Sortiment im Prinzip hier schon mal liegen. Und da fehlt halt jetzt noch der Highlighter. Mal gucken. Nee, es ist tatsächlich der Professional in der Light-Version mit 7,5 Millilitern. Das ist dieser hier. Ja, ne? Also das ist eher was für mich. Aber ich persönlich, mir persönlich ist der sogar leider zu trocken. Aber wie gesagt, Benefit hat da was rausgebracht, was etwas besser ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sich dann in der 24 befindet. Weil erfahrungsgemäß haben wir hier nochmal irgendwie eine Full-Size-Mascara drin. Aber wir haben ja schon eine Full-Size-Mascara. Und wir haben auch eigentlich alle Mascaras, die es gibt, schon vor uns liegen. Und für eine Mascara ist es auch zu schwer. Nee, wir haben ja tatsächlich als letztes Produkt das Produkt, was ich aktuell in Anwendung habe. Hätte ich jetzt nicht als 24 gesehen, bin ich ehrlich. Das ist der Good Clean Up Pore Purifying Foaming Cleanser mit 19 Millilitern. Ist süß und so, ne? Aber wie gesagt, den Pumper mag ich persönlich nicht so gerne. Der schäumt auch nicht wirklich, aber der nimmt halt gut beim Double Cleansing alles so weit runter. Auch hier fehlt die Kappe. Ja, aber jetzt habe ich einmal alles vor mir stehen. Dieser Adventskalender kostet ein bisschen mehr als der Premium-Adventskalender von Asam Beauty, wo ich ja halt auch gesagt habe, ich würde da jetzt nicht unbedingt akzeptieren, dass da kleine Produkte drin sind und so, aber in Relation ist Asam Beauty halt deutlich günstiger, als das bei Benefit der Fall ist. Und hier haben wir auch einen kompletten Make-up-Adventskalender. Gut, ein paar Pflegeprodukte sind mit dabei, ja, gut. Aber ich finde den Inhalt angemessen. Sehr, sehr gut. Vermisse meinen Highlighter. Da hätten sie wenigstens dieses Cha-Cha-Tint oder wie das heißt mit reinpacken können, also den Liquid Highlighter. Ich finde die Aufteilung nicht so gelungen, weil mal haben sich so ein bisschen die Mascaras gehäuft, mal haben sich die Blushes ein bisschen gehäuft oder die Primer, ne? Aber der Inhalt, der jetzt hier vor mir steht, ist so genial. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass jemand vielleicht Benefit noch nie wirklich ausprobiert hat oder vielleicht mal ein Produkt in einer Beautybox drin hatte und sagte, Mensch, ich finde es so geil, aber ich kann mir das halt nicht leisten, mir so viele Produkte davon zu kaufen, ist das vielleicht mal eine ganz gute Idee. Wie gesagt, Flaconi führt den auf und die haben auch manchmal 20% Rabatt oder so. Ne? Müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Ich setze euch dazu mal einen Link in die Infobox rein. Ich finde es großartig, dass wir hier neue Produkte drin haben, also sowohl diese Pflegeprodukte, die ja recht neu auf dem Markt sind, als auch die Fan
Feinfest Mascara, das Fluff Up Brow Wax finde ich großartig. Das mit den Lippies finde ich auch toll, ne? Weil das habe ich jetzt so von Benefit gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hatte mal einen, den ich auch leer gemacht habe, den ich toll fand, aber es war wirklich ein Lippenstift. Deutlich besser als die letzten Jahre, wo gefühlt immer das Gleiche drin war, ne? Und hier haben sie jetzt einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung. Klar, auch deutlich mehr Euronen, die dafür fordern, aber ich finde, es lohnt sich. Aber schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Da können wir uns super gerne austauschen. Viele Menschen, viele Meinungen, ne? Ich denke sogar, dass ich einiges aus diesem Adventskalender auch behalten werde. Also bei den Blushes werde ich voll eskalieren. Und die Lippies werde ich behalten, den Pinsel werde ich behalten. Das ein oder andere Produkt vielleicht als Backup oder so, ne? Dieses Titan Toned finde ich auch ganz interessant, obwohl ich eigentlich nicht Pore Tightening brauche, aber hört sich halt so interessant an, ne? Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.